Komm zurück zu Let's Play für Speed Heat und wir machen heute weiter mit der Nacht. Wir wollen noch Level 30 erreichen und das soll heute das große Ziel sein. Dass wir vielleicht in der nächsten Folge die Story abschließen können. Na klar, machen wir dann noch ein bisschen weiter, aber wir wollen halt nur ein bisschen. Ich gucke jetzt gerade aber noch mal irgendwo, welche Rennen haben. Hinten ist noch was. Sehe ich gerade. Da ist noch was. Perfekt. Dann machen wir das heute. Versuchen wir es heute fertig zu machen. Ich glaube, was hat er gesagt? 25.000 oder so brauchen wir. Ja, das könnte klappen mit einem Rennen. Und dann könnte man das Auto holen und dann könnte man in der nächsten Folge vielleicht sogar mit dem Rennen, mit die Story vielleicht sogar reden. Ich weiß es noch nicht. Gucken. Also 25.000 machen wir knapp und dann hätten wir es geschafft. Aber ich glaube, Level 30 kriegen wir noch mal ein paar Rennen. Ich bin mir sicher. Vielleicht machen wir auch die Story noch, ne? Später. Weiß ich doch nicht. Guck mal, wie wir Bock drauf haben. Los, auf geht's. Und der heißt Neuer Horizont. Ein Sprintrennen. Diesmal von einer W ohne irgendwie zu runden. Viele BMW und fahren wir mit Mustang. Ja, BMW haben wir ein bisschen was dabei. Drei, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Jetzt wollte ich den Mustang ein bisschen wegschubsen. Da ist keine Absicht, dass ich den jetzt da wie erwischt habe. Bin ein bisschen reingedriftet. Am vorne ist ein Kopf auf jeden Fall. Das heißt, es wird auf jeden Fall Ärger geben. Du hast gerade einen riesen Fehler gemacht. Ich versuche mich mal zu finden erst. Ich nehme gerade die Verfolgung eines echt schicken Wagens auf. Mal sehen, was er drauf hat. Wir haben hier draußen einen Racer, der eine kleine Lektion braucht. Einen? Ich will, dass sich alle an der Verfolgung beteiligen. So, der kümmert sich jetzt ein bisschen um das Hinter. Und wenn jetzt das Mittelfeld, weil wir sind nämlich jetzt ein bisschen weg von ihm. Wir sind schon gar nicht mehr in seinem Radar drin. Aber es kann sich auch ganz, ganz schnell wieder ändern. Einen habe ich immer noch hinter mir, der mir noch ein bisschen zu sehr an der Stoßstange klebt. Also Fakt ist, dass ich auf jeden Fall diese Folge, die Level 30 erreichen will. Die Handbremse nicht so, wie ich das gerne hätte. Jetzt komme ich nicht zurück. Nee, da ist noch einer. Hoffentlich fährt der weiter, bevor ich da bin. Tagsüber kannst du ja wenigstens bestechen, da kannst du sagen, zahlst du 10.000 und gut ist. Aber hier in der Nacht ist es schwierig, da musst du dich halt mit denen anlegen. Das ist halt das Geheimnis von Infinity. Okay, da kommt jetzt einer. Scheiße.
Glaubst du etwa, ich sehe dich nicht? Hab ich dich schon. Hat sich schon erledigt mit dem Kopf. Der hat einfach mal kurz einen mitgekriegt oder war auf Feierabend. Das war auch der Plan an der Sache. Dass ich dir jetzt den einen in die Seite mitgebe. Das war auch bei dem Eindrehen, wo ich zum Beispiel den Drift hatte, wo ich dann den Kopf crashen wollte. Wo ich da ein bisschen zu viel wollte und das dann wieder bereut habe. Gut, der ist schon mal weg. Aktueller Vorsprung etwas über 2 Kilometer, das heißt, wir sind jetzt wieder durch, fahren jetzt unten in den Hafen rein und machen den Sack zu. So, das heißt, ich fahre zurück zur Werkstatt. Vorher irgendwas passiert. Und ich will diesen Level 30 haben. Und die machen wir heute zu, definitiv. Und damit. Im Moment bin ich mit einer soliden Rennnacht zufrieden. Wir müssen ja nicht immer Vollgas geben. Das reicht ja, was ich wollte. Und damit sind wir Level 30. Komm zurück. Ich weiß, dieser Ort ist schwer zu finden. Und das ist auch gut so. Okay, ich dachte, wir hätten jetzt die Möglichkeit, nochmal was zu machen. Da wir jetzt endlich Level 30 sind. Und damit haben wir natürlich wieder auch neue Rennen offen oder neue Optionen. Aber das, was ich schon mal die ganze Zeit haben wollte, mache ich jetzt fertig. Das heißt, wir holen uns jetzt das Auto. Und den McLaren. Den wir jetzt als kleines Geschenk bekommen. Jo, wir haben Mercer. Naja, zumindest die Wagen. Wir sollten uns treffen. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich lang muss. Irgendwie hier hinten. Kannst du tagsüber machen? Ups. Geht das so tagsüber oder geht das auch nachts? Oder sehe ich das jetzt gerade nur einfach falsch, dass ich jetzt. Oder geht das nur tagsüber? Kann das so sein? Kann das sein? Zum Store. Kann ich das nur jetzt im Store? Kann ich das Auto nur kaufen? Ah, toll. Aber irgendwas müssen wir noch hier machen können jetzt, oder was? Ich dachte mir, jetzt kannst du hier eine geile Karre noch holen, die ich schon fahren. Aber scheinbar ist jetzt gerade hier tote Hose. Bei den letzten Malen hat er auch Geschenke gekriegt. Scheinbar nicht. Kacke, schade. Schade. Na gut. Da müssen wir das halt ein bisschen anders versuchen, jetzt ein bisschen anders regeln. Dann fahren wir noch ein Rennen. Ich gucke gerade, ob wir jetzt doch irgendwie Möglichkeit haben, noch ein Tagsrennen, nach ein Rennen in der Nacht zu fahren.
Hier wäre eins. Ich muss mal gerade gucken, ob ich in der Nähe von einem vom Unterschlupf habe. Aber ich habe hier oben noch eins, glaube ich. Dann fahren wir zum Autohändler und fahren dann das Rennen, was da in der Nähe ist. Und dann passt das. Schade, ich dachte, ich krieg echt das Auto jetzt. Gut, dann machen wir den fliegenden Holländer jetzt. Auf geht's. Das heißt nämlich das Sprintrennen. Natürlich soll unser Ziel wieder Platz 1 werden. Ich probiere mir den jetzt auch vorne noch zu fassen. Das war jetzt nicht schwer. Das ist jetzt so wie Level 50, aber ich glaube mit 39 haben wir fast alle Teile. Das sollte so das nächste, eines der nächsten Ziele werden. Deswegen fahre ich jetzt auch nur meistens in der Nacht. Okay, jetzt kriegst du Glück. Ich habe hier gerade einen netten Wagen gesichtet. Gehen wir um Code 3. Okay, Leute. Einer unserer Officer braucht schlagkräftige Unterstützung bei einer Verfolgung. Ah. Problem? Wenn das Ding sich, immer der Controller lädt, dann wollte der die Lenkung jetzt gerade nicht annehmen. So, jetzt fahren wir mal. Scheint es nicht gut. Wir verfolgen jetzt ja gerade den Zweitplatzierten. Tue ich gerade. Hey, unsere kleine Arschgeige ist wieder da. Ich hab sie gefunden, Zentrale. Ich hab sie gefunden. Unsere Zielperson von vorhin ist wieder aufgetaucht. Ich will, dass sich alle verfügbaren Einheiten an sie dranhängen. Pfeiffer hat es irgendwie geschafft, mich zu entwischen. An die Arbeit, durchkämmt das Gebiet. So,
So, dann nutzen wir es gerade einfach aus und fahren in die Garage. Du sitzt nicht im Knast, dein Wagen fährt noch. Das nenne ich eine gute Nacht. Definitiv. Auch hier kostet wieder. Ja, ach, hier gibt es wieder 31.000. Ich meine, das geht jetzt eigentlich zack, zack. Aber die nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. So, und dann würde ich sagen, wir machen Feierabend. Wir sitzen ja nicht. Ich weiß, hier ist es nicht so gemütlich wie in der Werkstatt, aber mach's dir trotzdem bequem. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Need for Speed Heat und ja, mal gucken, ob wir dann wieder in der Nacht fahren oder nochmal am Tag. Wir sehen uns dann wieder. Ciao.